Servus, hier ist wieder euer Rapsen. Und euer Lachs. Heute will ich mal mit meinem neuen Black Prince Tier 7 ins Gefecht ziehen und einfach mal ein bisschen noch was über die Briten erzählen. Jo, und ich unterstütze das Ganze mit der Su 122-44. Aber ist auch eine Tier 7 Einheit, deswegen wollen wir das Ganze zusammen probieren. Ja, sind jetzt hier in einem Tier 8 Match. Nützlich mit dem Panzer, okay. Also ich muss auch wirklich sagen, der Panzer ist echt gut tanky, also von vorne vor allem immer schön gerade zum Gegner stehen mit dem Panzer speziell und der frisst wirklich einiges vorne weg. Muss aber auch dazu sagen, wer die Maus schon mal gefahren ist, weiß wie sich der Panzer fährt. Ja? Also mit einem Maximalspeed von 20, da vorne geht's bergab, da hole ich alles raus, Leute. Da schaffe ich es dann vielleicht auf 21, ja. Das ist halt echt ein bisschen eklig mit dem Ding. Aber dafür ist die Knarre umso geiler. Los geht's. Mit 4,3 Sekunden Reload. Muss aber dazu sagen, ich habe jetzt bis jetzt nur den Ansetzer eingebaut und die Besatzung ist auf 100%. Also von daher, was man jetzt noch machen könnte, wäre ein Lüfterrad einbauen, um das Ganze dann nochmal ein bisschen um 5% rauszuholen, aber das war es mir jetzt bis jetzt nicht wert. Ich denke, das ist halt auch an der Geschwindigkeit von dem Panzer an sich, ändert sich dadurch ja nichts. Und das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht, dass der Lüfter den Panzer selber schneller macht. Ja, ich denke halt vielleicht die Beschleunigung. Bekommt schneller. Ja genau, die Beschleunigung, ja. Die kommt schneller auf die Maximalgeschwindigkeit. Boah, bergab 23 km/h. High Speed. Wenn ich Löwe spiele, da regt es mich schon auf, wie langsam der immer ist. Alter, jetzt überholt der mich hier rechts einfach. Hä? Ja, KV3, schieb mich doch bitte einfach an. Nein, er schiebt mich nicht an. Ja, der kommt selber gar nicht hoch. Das bringt auch nichts. Da kommt schon der erste Scout. Volltreffer. Und unseren Type hat halt mein Brücken. Zerlegt. Vom Jagdtiger, oder? Nee, der Scout hat den halt aufgescoutet und die ganze Seite hat drauf geschossen. Also ich meine. Oh nein. Okay. Der ging nicht durch. Ah, ich versuche schon, was ich mache, aber ich komme jetzt von hier aus auch nicht arg gut ran. Nee, also die schießen jetzt halt wie die Verrückten auf mich. Und jetzt kriege ich natürlich auch von hinten, ist ja klar. Aber noch lebe ich. Wenn auch nur noch so ein bisschen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ist abgeprallt. Boah, Mann, der VK2801 zieht halt nochmal zurück, ich glaub's nicht. Nein, das haben sie nicht geholt. Ja. Aber der ist auch recht schnell, der. Was ist, wie heißt der? Komet. Komet, ja. Mich wundert's, dass der jetzt so einfach hier durchgekommen ist. Ich war ja ihm zugewandt. Hm. Ganz durchschlagskräftige Kanone, wie die meisten Briten halt einfach. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Panzerung nicht durchschlagen. Guck mal, vor dir ist auch einiges los. Ja, ja. Ich wollte es gerade nur noch mal schön gucken, ob ich den schnell geben kann. Wir haben sie böse erwischt.
Sehr schön. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Wow, ein IS kommt da auch noch. Ja, da ist zwar wirklich einiges los auf der Seite. Das muss wehtun. Da ist auch noch ein KV-5. Der ging nicht durch. Der ging ja, aber jetzt habe ich mich gerade so schön auf den IS eingeschossen. Ja, jetzt muss ich da erstmal schon durchziehen. Sag nur, was halt auf der Seite an sich noch los ist. Der Type holt jetzt die Arti. Ja, den Type komme ich nicht. Ja, jetzt muss ich doch ein bisschen Aufruhr fahren. Jetzt wird es halt spannend mit meinem Panzer, ob ich da noch rechtzeitig vorkomme oder nicht, ey. Alter, go, 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 go! Und an dem IS ist wirklich nur noch 83 Hitpoints in der übrig. Nein, oder so habe ich den zerlegt. Ja. Ah, okay, während der Fahrt sollte ich mit dem lieber nicht schießen. Wirkungstreffer. Pass mal auf, vor dir kommt der IS und der Type ist auch noch da und du musst das Cap aufhören lassen da. Ja, du, das hat doch gerade resettet. Ja, ich weiß, aber oh, sehr schön. Jetzt ist er nur noch der Type und ich habe gewartet, bis die IS-3 da ist, also... Ja. Das ist wunderbar. Alles im grünen Bereich. Wunderbar. Merkt es, da wird der Olli gleich schon wieder aggro. Hat er den jetzt erwischt oder was? Okay. Und einer. Sehr schön. Wunderbar. Der KV-5 müsste ungefähr deine Richtung, ja, dort sein, wo du hinfährst gerade. Da ist er. Oh, jetzt fährt in dem Moment los, der Penner. Hast du es gesehen? Mhm. Ich hoffe mal, der hat dementsprechend auch viel Munition dabei. Ja, ich habe noch 43 Schuss. Ah, okay. Er ist gut ausgerüstet, okay. Der ging nicht durch. Wir haben sie. Glatter Durchschuss. Das sieht sehr gut aus. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Gegnerfahrzeug sauber. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass die Arti dich nicht holt. Utsch. Das war bestimmt der Jagdtiger, oder? Ich sehe es nicht. 365 okay. Gefressen, aber ich habe nicht gesehen von wem. Ah, okay. Was haben die denn überhaupt noch? Ein Panther 2, ein T25AT und ein Jagdtiger und ein AT. Okay. Den Panther 2 und den Jagdtiger 88, die habe ich beide schon bearbeitet. Ja, die sind beide nicht mehr frisch, ja. Und ich habe noch 6 Minuten, das reicht auch für die lahme Kiste. 7, ja. Ja, 7 sogar. Naja, hat noch 2%. Ja. Der ist schon ziemlich angeschlagen. Und ein Panther 2 hat noch 9. Ja, da ist er. Nice, Mann. Killer. Ja, da machen wir gar nicht lang rum, der Spack, Alter. Mhm. Oh, der Jagdtiger ganz da hinten. Ja, das muss der IS-3 machen. Siehst du den? Nee. Das ist der T25AT. Ah, okay, ich dachte gerade, es wäre der Jagdtiger. Nee. Ah, der war vorhin hier unten irgendwo bei E5 oder E6. Okay, also der T25 ist halbtot.
Und was ist unserer? Wie sieht der aus? Hey, der ist 3 ab 973 Hitpoints bei 65%. Also das sieht nicht schlecht aus. Der muss ihn noch einmal treffen, dann ist der T25 weg. Und der Jagdtiger ist eigentlich auch in Wonne. Da ist die Arti. Das muss wehtun. Nice. So, dann schalte ich gleich nochmal auf den IS-3 um. Boom. Okay, ist wirklich nur noch der Jagdtiger übrig. Und der hat nur noch... ist wahrscheinlich auch ein One-Shit. One-Shot. Ein One-Shit ist es auch, ja. Alter. One-Shit, Mann. Also der Top Gun ist dir auf jeden Fall sicher. Das hast du ja echt verdient, hey. Jetzt krieg ich gleich ein Blow-Up. Zack. Bin ich ja mal gespannt, wo der Jagdtiger sich versteckelt. Aber hallo. Also ich denke, der wird sich irgendwo beim Start verkrochen haben, oder? Ich habe wirklich keine Ahnung, wo der ist. Aber ich würde auf jeden Fall mal Richtung Start pilgern. Im schlimmsten Fall kämpft ihr zu zweit und er allein. Ja, also das ist... Der IS-3 ist ja zum Glück jetzt auch schon da. Naja, ja. Der wird wahrscheinlich vorher im Cap sein wie du. Ja, das denke ich halt auch, ey. Oh. Das ist halt echt bitter. Max Speed 20. Wow. Alter Schalter. Das ist schon okay. Da ist er. Ich will ihn, ich will ihn. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der IS-3 da so einfach rankommt. Er hat ihn einfach erstmal nur gespottet. Hast gute Chancen auf jeden Fall. Da ist er. Ist deiner! Nein! Oh. Ja, ich habe halt nur so eine minimale Lücke von seinem scheiß Teil gesehen. Nein, da holt er ihn. Egal, war ein schönes Ding. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Da kriege ich auch den Krieger. Unüberlebensabzeichen Klasse 1. Sehr schön. 55 Schuss, 38 Treffer. 3000 Schaden. Nicht schlecht. Das war doch jetzt mal ein schönes Match und bis zum nächsten Mal, euer Rapson.